Auschwitz-Birkenau war mit einem tödlichen Elektrozaun gegen Ausbruchsversuche gesichert. Da Häftlinge aus Arbeitskommandos ihren Peinigern dennoch immer wieder entkamen, gab es noch eine äußere SS-Postenkette ohne Zaun. Sie war in der Regel nur tagsüber bewacht. Entkamen Häftlinge dennoch, blieb sie 3 Tage lang auch nachts besetzt, während SS-Kommandos mit Spürhunden die Gegend durchsuchten. Auschwitz-Birkenau war mit einem tödlichen Elektrozaun gegen Ausbruchsversuche gesichert. Da Häftlinge aus Arbeitskommandos ihren Peinigern dennoch immer wieder entkamen, gab es noch eine äußere SS-Postenkette ohne Zaun. Sie war in der Regel nur tagsüber bewacht. Entkamen Häftlinge dennoch, blieb sie 3 Tage lang auch nachts besetzt, während SS-Kommandos mit Spürhunden die Gegend durchsuchten. Auschwitz-Birkenau war mit einem tödlichen Elektrozaun gegen Ausbruchsversuche gesichert. Da Häftlinge aus Arbeitskommandos ihren Peinigern dennoch immer wieder entkamen, gab es noch eine äußere SS-Postenkette ohne Zaun. Sie war in der Regel nur tagsüber bewacht. Entkamen Häftlinge dennoch, blieb sie 3 Tage lang auch nachts besetzt, während SS-Kommandos mit Spürhunden die Gegend durchsuchten.